Die sind brauchbar, sagen wir es mal so, ne? Ja gut, das Problem habe ich manchmal auch. Wälze. So. Was meinst du, wie oft ich den Joe frage, wie das funktioniert, weil ich bei den meisten Mods auch, zum Beispiel NRIO, kenne ich mich gar nicht aus. Über, das ist nicht mein Ding. Zum Beispiel. Oder ein ME-System bauen. Das ist, das kann ich alles nicht. Ja, sowas. Ach ja, ich finde das immer herrlich. Ah, das ist natürlich. Sowas ist natürlich blöd, ne? Sowas ist natürlich. Ach, weißt du, was ich gerade sehe? Sowas ist natürlich. Oh. Sowas ist natürlich dann immer ein bisschen. Wartet mal. Ich müsste so machen, ne? Dass man das auch sieht. Da. Das Schöne beim Joe ist, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das Schöne ist, du sitzt hier, du musst wirklich, du musst übelst dringend auf Klo. Du weißt aber, dass du ihm gerade eine Frage gestellt hast, dass er mindestens 2 Stunden braucht, um die zu beantworten, dass er auf den Punkt kommt, weil er dir das ausführlich, also er erklärt dir das ausführlich, erklärt er dir das. Und du denkst hier so, Alter, bitte sag einfach die Antwort, ich muss auf Klo. Das ist immer sehr witzig bei Joe. Aber so kennen wir ihn und so lieben wir ihn, ne? Ja, Rexy, ist wirklich so. Du sitzt dann hier und denkst so, Alter, sag mir doch einfach das, was du willst. Finde ich mal witzig. Das wäre toll. Ja. Ja gut, da merkst du, ich denke mal, dass er wahrscheinlich zu Hause nicht zu Wort kommt. Ja, naja, man ist ja höflich, man geht ja nicht einfach, ne? Wenn er dir schon was erklärt, dann ist man höflich und bleibt im TS und wartet, bis er fertig ist und sagt dann einfach, ich gehe jetzt auf Klo. Kurz AFK. Ja, der kommt wahrscheinlich nämlich nicht zu Wort. Der kommt aber bei der Arbeit auch nicht zu Wort. Denn, weißt du, ein Mensch hat ja einen Tagesbedarf an Wörter, die er loswerden will, muss. Gedanklich. Irgendwie so. Und ich denke mal, dass er da einfach seine Wörter dann bis abends aufhebt und weiß, pass mal auf, ich laber die einfach zu im TS. Ne? Weil dann können die auch nichts mehr sagen. Ich denke, ja, so, das könnte gut hinkommen. Aber so ist er halt. So ist er halt. Was ich sehr schade fand, Belze, das muss ich ganz kurz sagen, ich fand das so schade, dass ich dieses scheiß Aufnahmeprogramm nicht so schnell starten konnte. Wo du mit deinen Schafen gekommen bist und Matze aus Versehen das Schaf gehauen hat. Wie er ausgedockt worden ist oder gestorben. Er ist ja gestorben durch das Schaf bei Ark. Finde ich so witzig. Ich habe mich so kaputt gelacht, ne? Das war wirklich, das war herrlich. Ja, so sind sie. So sind sie.
Na, no, gib mir. Ja, ich meine, der Joe macht sowas ja nicht mit Absicht. Glaube ich doch mal. Hoffe ich. Ja, manchmal. Ich meine, wie gesagt, ich kenne es nun mal jetzt nicht anders, ne? Ich habe den Joe jetzt so kennengelernt, dass das Stunden dauert beim Erklären und. Das ist. Manchmal, ich meine, das kann ich jetzt sagen, weil er hört nicht zu, er ist auf Arbeit, weißt du? Deswegen kann ich das jetzt sagen. Manchmal ist es auch so, ich frage ihn dann was und wenn mir das zu lange dauert, sage ich kein Wort, steh auf, geh eine rauchen. Ja, ich bin Raucher, ich rauche aber nicht vorm Stream, das mache ich nicht. Dann komme ich wieder und sage, aha, so ist das also. Dann warte ich so eine halbe Stunde, bei Minecraft mache ich das oft. Dann komme ich wieder und sage ich, Joe, wie war denn das jetzt nochmal? Weil dann ist ja die Ausdauer wieder da, ihm zuzuhören. Weißt du, dann ist wieder die Konzentration da. Nein. Er ist trainiert. Er ist trainiert zu schaufeln. Siehst du, das wäre aber auch noch was Cooles, wenn die sowas reinbauen würden. So Müdigkeit oder so, weißt du, dass du dann so. Ich sag mal jetzt, wenn du von 6 Uhr morgens bis jetzt so 1 Uhr arbeitest, dass du einfach müde bist und schlafen musst. Ja, Rexy, ich weiß, das habt ihr noch nicht gewusst, aber es ist wirklich so manchmal, wenn er was erklärt. Deswegen reagiere ich auch manchmal auf irgendwelche Fragen nicht, weil ich in dem Moment einfach weg bin. Weil ich dann einfach weg bin und dann wieder irgendwann komme. Logisch, dass ich wiederkomme. Aber. Ja. Aber wir haben es ja gleich geschafft, Belze. So, guck mal, 84%. Nein, der haut hier nicht alles kaputt, weil der weiß, dass hier Gold drin ist. Der weiß das. Huch. Der weiß das. Guck mal, 85% Belze. Wir haben gleich die 100 geschafft. Siehst du? Aber lass mal gut sein. Bei mir ist es auch so. Bei dem Spiel ist es wirklich extrem schlimm bei mir. So wie jetzt. Ich möchte unbedingt wissen, was in diesen Scheißmatten an Gold drin ist. Aber ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück und warte, bis sie auf 100% sind. Du. Was meinst du, was der für Oberarme der hat? Aus Stahl. Nein, da wird schon was drin sein. Da wird schon was drin sein. Ja, das weiß ich, dass er das weiß. Das machst du ja aber oft. Das kriege ich aber. Find ich mehr süß. Wenn er versucht, dir was zu erklären und du dann schon so richtig angenervt, so, ja, Joe, ich weiß. Und dann sei leise mal, ja, Entschuldigung, ich wollte es ja nur erklären. Finde ich immer witzig. Ach. Euch beide manchmal zuhören ist wirklich herrlich, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Wenn ihr dir versucht, sowas erklären, du weißt das schon längst, was du überhaupt gefragt hast oder so. Und er es dir trotzdem erklärt und sagt: Joe, ich weiß das. Joe, ja. Ja, okay, Entschuldigung. Ich wollte es ja nur sagen. Ja, wie ein altes Ehepaar, das stimmt.
Guck mal, Belze, 95%, oder? Okay, warte. Noch nicht, warte, warte, jetzt. Jetzt. 95%. Ist schon manchmal süß, euch beiden zuzuhören, muss ich sagen. Ist schon immer sehr, sehr witzig. Hoch. Der kommt ja heute, glaube ich, auch erst heute Abend wieder nach Hause, der Joe, ne? Oder? Oder hat er heute ein bisschen früher Schluss? Das ist natürlich blöd, ne? So kann man es auch sehen, ja. Guck mal, Belze, wir sind fertig. Wir sind fertig. So, jetzt machen wir die Wasserpumpe aus. So, auf, warte mal. Ganz schnell. Ganz schnell. Wir hauen uns mal hin bis morgens. Haha, hell. Was ist denn das gerade gewesen? So. Wir sind fertig, Belze. Wir sind fertig. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Okay. So, nehmen wir den zweiten Eimer. Ich finde das schön. Wir sind fertig. Glaube, das reicht jetzt, ne? Ja. So, jetzt nehmen wir diesen schweren Eimer. Das wäre schlimm, Alter. Wenn das so funktioniert, dass du aus Versehen so einen Eimer umkippst oder so umrennst und dann alle wird. Das wäre wirklich, ich will mal sagen, fatal. Ganz Gold weg dann. So. Holen wir noch einen zweiten Eimer. Zwei Matten haben wir dann noch. Auch noch waschen müssen. Wasche, wasche, wasche. Ist das ein fetter Klumpen? Alter, ist das ein fetter Klumpen. Das ist nicht schlecht. Schön vorsichtig. Ja, vorsichtig. Vorsichtig. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben 0,035 haben wir. Oh, Pizette.